Ah, wo ist Andreas, ne? Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Moment einmal. Rehfleisch, okay. Das doch nicht. Bisschen Käse, Rätsel und Wasser könnt trinken. Hat immer noch zu wenig Geld für das. Ah, das war das Zeug. Was ist denn? Ah, ich habe die Kornrüstung, Junge. Ich habe sie. Drei komplette Sätze. Was? Alles? Ja. Ah, das ungarische Kettenhemd war noch alles. Alles, was nötig ist. Los, lass sehen, wie du damit aussiehst. Oh. Ernsthaft jetzt? Sie ist etwas... Gewöhnlich? Wirklich, Leute? Ich hab sie den Kumanen abgeknöpft. Nun ja, sie sieht nicht gerade furchteinflößend aus. Immerhin so furchteinflößend wie ein kleines Küken. Also für mich siehst du nicht gerade wie ein Kumane aus. Habt ihr überhaupt schon mal einen Kuman gesehen? Du meinst so aus der Nähe? Sei nicht albern. Aber Milomir hat sie oft genug beschrieben. Jeder weiß, dass Kumanen furchteinflößend aussehen. Das sind Barbaren. Heiden. Während du eher wie ein verkleideter Junge aussiehst. Wer zur Hölle ist dieser Milomir? Ach, einer meiner Stammkunden. Er bewacht fahrende Händler und weiß, wovon er redet, glaub mir. Hat einem Koman gegenüber gestanden und ist für wahr mit dem Leben davongekommen. Frag ihn doch einfach selbst. Ach, was wisst ihr schon? Und Heinrich, zieh dieses verdammte Ding aus, bevor dich jemand sieht, ja? Das ist jetzt dein Ernst? Oh Gott. Wo ist denn der? Grüß dich, Heinrich. Ist denn diese Olena? Wie steht es um dich? Was soll ich sagen? Hab schon bessere Tage gehabt und bete, dass ich sie wiedersehe. Ja,
Dafür beten wir alle. Okay, keine Ahnung, wie das ist. Glück und Gesundheit. Es heißt, du hättest schon viele Kumanen gesehen. Und würdest einen sogar im Dunkeln erkennen. Allerdings. Gib mir einen aus und ich erzähl dir Geschichten, da rollst dir die Fußnägel hoch. Bitte sehr. Danke. Wie heißt du noch gleich? Heinrich. Mir egal. Neulich habe ich eine Karawane von Wien bis hierher begleitet, als plötzlich ein Unwetter aufgezogen ist. Hagel, Blitze, Schnee und dergleichen. Schnee? Im Sommer? Unterbrich mich nicht. Wo war ich? Ach ja, das Unwetter. Sind vom Weg abgekommen. Haben unsere eigenen Füße nicht mehr gesehen. Und auf einmal hören wir Gesänge. In der Ferne war dann Feuer. Auf einer Lichtung mit unheilvollen Gestalten drumherum. Dämonische Lieder singend. Und diesen unheilvollen Gestalten hat der Schnee nichts ausgemacht? Warum haben sie nicht irgendwo im Warmen gesungen? Schweig still, du! Du! Wie unter einem Bann sind wir auf das Feuer zu und in diesem Moment haben wir sie gesehen. Barbaren? Monster? Dämonen, fragst du? Nein. Kumanen. Und unter ihnen ein Haufen Säuglinge. Weinend und schluchzend. Also hat doch jemandem die Kälte zu schaffen gemacht. Ich hätte auch gezittert. Schnee tut mir nicht gut, besonders im Sommer. Und diese teuflischen Kreaturen tranken das Blut der Säuglinge und trieben es mit Teufelinnen. Und wir standen wie angewurzelt da. Nur mir ist es gelungen, mich vom Zauber zu lösen. Ich sag's dir, noch nie bin ich so gerannt wie an jenem Tage. Ich konnte gerade noch entkommen, als Einziger. Seitdem sitze ich hier, kann nicht arbeiten, bin wahrscheinlich immer noch unter dem Bann. Ohne Zweifel. Vermutlich unter dem Bann der Faulheit. Pass auf, Milomir. Deine Geschichte ist von vorne bis hinten der reinste Bock. Oh ja. Was weißt du schon, du zerlauster Bauer, du? Ich bin aus Skarlitz. Ich sah mit eigenen Augen, wie diese Bastarde meine Familie abgeschlachtet haben. Also, das hättest du früher sagen können. Hätt mir die Geschichte für wen aufgespart, der sie hören will. Wo hast du diesen Unsinn aufgeschnappt? Schnapp mir ein. Wer verbreitet denn die Gerüchte, wie angsteinflößend die Kumanen aussehen? Oh, viele Leute. Aus der ganzen Gegend. Brinus der Köhler in den nahegelegenen Wäldern hat mir von ihnen erzählt. Und Olena, das Weibsbild vom Fischer in Thalmberg. Und der junge Willibald, ein Stallbursche vom Uschitzer Gestüt, hat sie auch gesehen. Bitte sehr. Auf gute Gesundheit. Wie du wünschst. Oh mein Gott. Du weißt über die Kumanen Bescheid? Weißzähne. Ja, sie tragen Wolfszähne, damit sie im Dunkeln unsichtbar werden. Dann schleichen sie durch die Nacht leise wie der Tod. Das ging ja schnell. Reißzähne. Reißzähne. Ja, was ist das für eine doofe... Also nein, ehrlich, wie doof sind die, bitteschön. Für Wolfszähne. Ja! Nee, aber was mit dem Säuglingen und weiß ich was alles, da sieht man wieder, was die Fantasie macht. Den will ich jetzt jagen. Einen Hirsch erlegen. Er will das nicht. Gott. Nein, nein. Scheiße. Nein! Geweih haben.
ein? Oh, what the hell? Oh! Glück habe ich so viele Pfeile. Nein. Oh. Oh. Nein. Ach komm schon. Ich und Bogenschießen. Das ist ein Fluch. Was? Oh. Und bleib doch hier. Nein! Scheiße, es geht einfach nicht. Ah, jetzt habe ich aber getroffen, oder? Jawohl! Ich habe einen Hirsch! Oh, das tut mir leid. Wow. Ich hab ein Geweih, Na, 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 na. Habe ich ins... die Kettenhaube, ne? Okay. Ich habe ein Geweih. Das war jetzt einfach. Der ist einfach vor mir aufgeploppt. Grüß Gott. Was kann ich für dich tun? Weißt du etwas über die Kumanen? Es heißt, du wüsstest, wie Kumanen aussehen. Oh ja. Einmal, wie ich allein durch die Wälder bin. Das interessiert mich nicht. Mhm. Oh. Aber spar dir die Geschichten, mit denen du dich vor den Weibern brüstest. Also, sie schmücken sich mit Rabenfedern, weil... Eine schwarze Henne ginge auch. Aber die haben keine Zauberkräfte. Oh. Stimmt. Oh, sind die jung. Aber echt peinlich, da diese, ja, sie haben Zauberkräfte, sind sie Dämonen, Gott.
Naja, was soll man da machen? Vielleicht hat er auch noch Bier. Mehr Bier ist immer gut. Gott sei mit dir. Ich muss ein paar Fässer Bier nach Thalmberg bringen. Ich habe nichts, das den Weg dorthin überleben würde. Und ich will nicht hängen, weil ich jemanden vergifte. Okay. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Es heißt, du wüsstest über die Kumanen Bescheid. Mein Meister drischt sich, wenn ich wieder Geschichten erzähle. Aber es ist alles wahr. Ich tu dir nichts. Sag mir nur, stimmt es wirklich? Ich schwör's. Ich sehe sie jede Nacht in meinen Träumen. Oh. Na gut. Was tragen Kumanen für Rüstungen? Häute von Hunden, die sie in der Nacht erschlagen, damit keine Waffe ihnen was anhaben kann. Danke. Ich habe das verlorene Pferd gefunden. Hä, das habe ich doch schon abgegeben. Ja, wirklich. Bei allen Heiligen. Ich wollte schon mein Zeug zusammenpacken. Hätte ich eine Tochter, würde ich sie dir zur Frau geben. Danke. Gern geschehen. Pass nächst werdig. Gott sei mit dir, Heinrich. Okay, jetzt muss ich einen Hund erschlagen. Das wird ja immer besser. Ich habe da sogar eine Idee. Wo ist der Pfarrer? Gott sei mit dir. Ich hätte eine Bitte an dich, Pater Godwin. Ach ja, mein Sohn? Wie kann ich helfen? In Thalmberg gibt es viele Tote und Verwundete, aber niemanden, der ihnen ein Kreuz auf die Stirn malt. Hat jemand nach mir verlangt? Herr Divisch persönlich. Oh, Herr Divisch verlangt nach mir und schickt den jungen Heinrich als Boten. Wie könnte ich da ablehnen? Ich mache mich sofort auf den Weg. Hä? Das klang aber eher nach Sarkasmus. Naja. Na, jetzt gehe ich da noch zur Kräuterfrau. Hat vielleicht was wieder? Ja, Entschuldigung. Aber das habe ich sogar extra gemacht. Oh, die war ja irgendwo hier hinten, ne? Ah, la 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 la. Etwas besser. Hey, einfach ein Wanderer, interessant. Ja. 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 Okay, also. Ich habe jetzt die Federn.
Aber jetzt ist irgendwie das mit der... Reuterfrau stimmt jetzt irgendwie nicht mehr. Gut, okay. Jetzt muss ich den Hund erschlagen. War genau hier, sehr gut. Ich habe ja leider vorhin einen Hund gesehen, also für alle Hundefreunde, ich bin eigentlich nicht so, aber Heinrich muss tun, was er tun muss. Ich will das nicht tun. Hundefleisch hier. So. Okay, fahr. Gott sei mit dir, Junge. Das kann ich für dich tun. Ich bin wegen der Mine hier. Sehr gut. Was hast du herausgefunden? Ich konnte nicht überall nachsehen, aber ich habe etwas in Erfahrung gebracht. Was denn? Wendel und seine Leute haben Silber gestohlen. Diese Maden. Ich wusste es. Hast du ihn hergebracht? Leider nicht. Er hatte Angst, auf dem Scheiterhaufen zu landen und versuchte, mich zu töten. Nun, ich bin froh, dass ihm das nicht gelungen ist. Aber nun werde ich gar nichts erfahren. Tja, das ist wohl Pech, nicht wahr? Oh Mist, war die Quest also nicht erfolgreich. Scheiße. Also, ich war bei allen Kräuterfrauen, ne? Geh ich mal hier hin. Oh ne, jetzt geh ich zuerst pennen. Tornberg.
vielleicht schon wieder der... Ah, da vorne. Ja, genau, da drüben. Wow, ein Jagdhorn, geil. Macht denn ein Jagdhorn? Keine Ahnung. Wahrscheinlich so eine Diebstahl-Quest oder so. Von so einem Müller, kein, weiß es wirklich nicht. Ich glaube, ich nehme Rowling. Also ich muss mal kurz gucken, Stärke. Redekunst habe ich nur 17, dann könnte ich eigentlich auch auf Redekunst gehen. Lass ich das mal noch. Margit. Ciao. Komm, Jäger. Oh. Oh, der geht sicher sein Horn jetzt holen. Da steht er. Seht ihr? Wo ist mein Horn? Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Ich habe etwas Fleisch hier. Und was soll ich damit? Du solltest es nicht herschleppen. Es ist doch... So. Ich will doch was handeln, Mann. Hä?
Wem kann ich... was muss ich noch? Die Zähne. Noch bei ihm. Hier gibt es keinen Jäger, hier gibt es glaube ich auch keinen Jäger, ne. Habe ich auch nicht. Sigismund attacks. They can't hold. We have to prepare for the worst. You have courage, but you need training, arms, a horse. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. I finally have the feeling we're doing something worthwhile. We're helping to save the king. Instead of saving his drunken majesty, I'd rather find that horse and who murdered my parents, get the sword back from him, and skewer him with it. Horse hunters to pay for what they did to us.